Hallo zusammen, ich befinde mich, wie ihr vielleicht erahnen könnt, am Hintergrund bereits auf der FIBO und morgen früh geht es hier los ab 9 Uhr. Jetzt ist gerade, glaube ich, Mittwochabend 19 Uhr und ich zeige euch jetzt mal, was hier abgeht. Wir haben hier zum Beispiel den Energy Cake Stand, hinter mir befindet sich der Sun Warrior Stand und jetzt gehen wir. Haben wir noch? Da drüben ist Sportnahrung Wele. Hier werden die Bro Bros ihre Party feiern. Ihr mal sehen, was euch da erwartet. Wird noch ein bisschen aufgebaut. Und da oben gibt es dann Party mit DJ und so. Was haben wir in der Ecke noch? Ein paar mir unbekannte Sachen und da drüben sind die Freunde von Rocker Movement am Start, Captain Gains. Hier dann noch eine tolle Sache, bin ich ein riesen Fan von. Nee, doch nicht. Getrocknetes Fleisch muss nicht sein. So sieht das Ganze aus. Hübscher Stand. Was haben wir noch? Ein paar kleinere Dinge und drüben geht es dann gleich. Ich switch mal um. So, hier geht es dann mit Body Engineers weiter. Da stehen gerade noch viele Kartons rum. Das hübsche Logo. Da wird dann vermutlich Anja Zeidler und viele weitere Bekanntheiten von Body Engineers am Start sein. Dann gibt es hier diese Martial Arts Ecke. Ich laufe noch mal ein bisschen schneller. Stände schon verhängt und da hinten, wie ihr seht, Gymnastics auch am Start. Hier gibt es noch die Marke von Sergio Constanz oder wie der Kollege hier heißt. Ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der ist auch am Start. Dann ist hier noch der kleine Stand von Focus, WCA und Essential. Die werden hier stehen und da hinten der große GA-Stand mit viel Platz außenrum. Hier wird Rich Piana persönlich am Start sein, das heißt alle Fans von unserem 5%er werden hier neben dem American Sub-Stand am Start sein. Und was haben wir hier noch? Eigentlich nichts Besonderes. Vielleicht zeige ich euch hinten. Ah, hier. Ich zoome mal kurz rein. Da hinten ist der Stand von Like Meat. Auch sehr zu empfehlen. Ja. Hier wird vielleicht auch Patrick Babumian am Start sein, auch mit einem veganen Protein, und hier die Jungs von Body Extreme, für alle Hardcore-Fans. Ich suche jetzt noch einen Stand, nämlich den von Gym Queen. Der müsste... Ich werde mal suchen. Da ist der Stand von Gym Queen, noch nicht bestückt, aber eben pink, wie ihr wahrscheinlich alle sehen könnt. So sieht er aus, auch ganz hübsch. Ja, und dann gibt es noch viele mir
unbekannte Marken, hier noch ein paar Cookies und hier ganz groß die Madame. Ja, hier wird auch noch gefilmt von den Boys. Und das war's aus dieser Halle. Es gibt doch noch ein kleines Highlight für die Frauen unter euch, den La Bella Mafia Stand mit viel, viel Leggings. Also gegen Ende der Halle können die Damen hier shoppen.